Hey, Zachi. Oh, what's up? I go now. Gonna go now? It's time to say goodbye. I learned something new in Farsi. What? It's Kiram Dahanet. That's a Kir is this? Yeah. Dahanet is the, yeah. Good luck. Bye bye. Bye bye. Let's go. Salam, liebe Freunde. Da ist es, da ist mal wieder ein YouTube-Video und es ist sehr krass, es ist sehr emotional gerade. Kurzer Lageplan, was denn jetzt hier Phase ist. Let's go! Let's go, genau, was ist passiert, liebe Leute, ich erkläre es euch. Die letzten 3,5 Monate habe ich nun den Iran durchquert mit dem Fahrrad von West nach Ost. Und der Plan war relativ klar, nämlich weiter nach Pakistan zu fahren, weiter Richtung Osten. Aber irgendwie, ich habe es nicht mehr gefühlt, diesen Plan. Ich weiß nicht warum, denn es gibt einen kleinen Haken im pakistanischen Teil vom Baluchistan. Da darf man nämlich nicht alleine Fahrrad fahren. Da wird man nämlich von der Polizei eskortiert, ungefähr 1000 Kilometer und lebt da eben nicht in Freiheit. Warum ist das so? Aus Sicherheitsgründen. Heißt, ich wäre eine Woche lang nicht frei gewesen. Und irgendwie, ich hatte einfach keinen Bock darauf. Ich habe es nicht mehr gefühlt zu diesem Zeitpunkt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, schmeißen wir den Plan komplett um. Lass was anderes machen. Was habe ich für Möglichkeiten? Ich hatte nur noch 10 Tage Visum übrig. Möglichkeit 1, Afghanistan. Ich weiß nicht, alleine durch Afghanistan, es geht. Es haben Leute gemacht, aber sehr wenig Leute. Was man gehört hat, ob das so safe gewesen wäre, ich weiß es nicht. Und ich hätte wahrscheinlich eh kein Visum bekommen innerhalb von 10 Tagen für dieses Land. Deswegen ist die Möglichkeit rausgefallen und dann blieb eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Und zwar in den Süden und wieder zurück an den Persischen Golf und von da, von Bandar Abbas, mit dem Schiff nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann kann ich da weiterfahren in den Oman. Und klimatechnisch war das ein sehr geiler Plan. Einziges Problem, es sind 1050 Kilometer bis nach Bandar Abbas und ich hatte eben nur 10 Tage Zeit, beziehungsweise 9 Tage, um dann am 10. Tag die Fähre zu nehmen. Sehr straffer Zeitplan, aber alles machbar. So 1050 Kilometer in 9 Tagen. Zum Warmwerden geht es erstmal 45 Kilometer bergauf. Da ein bisschen runter und dann glaube ich nochmal 50 Kilometer bergauf. Und dann kommt der erste Supermarkt. Das ist Baluchistan. Hier ist nicht mehr viel. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Komisch, ne? Let's go. Kilometer gemacht, erste Krise, Gegenwind, in die Fresse Gegenwind, bis mindestens morgen Abend. Ich sag's euch ehrlich, aktuell sehe ich die Erfolgschancen für meinen Plan bei ungefähr 10%, nicht mehr. Ah! Ja. Auch sehr geil, sehr süß. Sehr schön, wenn ich hier drauf wieder zurückblicke. Da dachte ich noch, der Gegenwind ist mein größtes Problem. Ich fahre 7 km/h Schnitt. 7. 7 km/h. Da brauche ich für die Tagestour 15 Stunden, 15 Fahrstunden. Wann soll ich schlafen? Das kann nicht funktionieren. Aber so schnell gebe ich noch nicht auf. Ja, wenn man so einen straffen Zeitplan hat auf so einer Radreise, dann ist es sehr typisch, dass man sehr, sehr krasse Stimmungsschwankungen hat. Es ist ein Auf und Ab. Täglich hat man da Hochs und Tiefs, weil eben so viele Eindrücke, Reize und du hast den Druck. Und das geht echt, das geht ordentlich auf die Psyche. Aber genau das, ich finde das ziemlich geil, weil da fühlt man sich richtig lebendig. Ich liebe sowas. Und hier sehen wir auch schon sofort den geistigen Zerfall an Tag 1. Der geistige Zerfall setzt jetzt schon ein. Ich komme nicht voran. Ich brauche irgendeinen Plan. Das ist so nicht schaffbar. Ich brauche einen anderen Plan. Es gab aber keinen anderen Plan. Der einzige andere Plan wäre gewesen, der Notfallplan, auf Bus umzusteigen oder zu hitchhiken. Aber so schnell gebe ich noch nicht auf, Leute. Und ja, hier im iranischen Teil von Baluchistan, das ist sehr, sehr, sehr wild. Das ist eine Gegend,
da ist wirklich nichts. Ihr müsst euch das vorstellen, in der ganzen Region gibt es, glaube ich, nur so 4-5 Städte, die ein bisschen größer sind. Und dazwischen ist wirklich nichts. Da gibt es nicht mehr viele Dörfer. Da ist nur noch eine Straße von Stadt zu Stadt. Die sind dann so vernetzt. Und da ist nichts. Da gibt es kein Internet, da gibt es keine Restaurants. Da gibt es, wenn man Glück hat, manchmal einen Supermarkt. Und das sind halt Distanzen von 100 Kilometern, 150 Kilometern. Nicht vergleichbar mit allen Regionen, in denen ich bisher unterwegs war. Und auch die Militärpräsenz hier ist sehr, sehr abenteuerlich, Leute. Psst, ey Leute, ich kann das nicht filmen, weil sonst komme ich in den Knast. Aber hier sind überall so Militärstützpunkte. Und da stehen wirklich überall bewaffnete Leute. Auch mit so fetten MGs. Übelst krass, als würde hier jederzeit Krieg ausbrechen können. Das ist schon ein bisschen scary. Aber das ist Balutschistan. Abenteuerlich. Ja, so sieht das hier aus. Wüste, nichts, weit und breit. Eine Straße, viel Verkehr. Gar nichts. Und Gegenwind. Ja, in Balochistan, da gibt es eben auch diese regelmäßigen Checkpoints, wo ja, bewaffnete Polizisten stehen, teilweise man kontrolliert wird. Ich für meinen Teil, ich werde da nie kontrolliert, ich konnte da einfach mal durchfahren. Wenn, dann haben mich die Polizisten irgendwie angequatscht, aus Freundlichkeit, Smalltalk-mäßig, wollten wissen, wer ich bin, wohin ich fahre, mich auf einen Tee einladen. Für mich war das nie ein Problem, da durchzufahren, aber man merkt eben, ja, wenn es da solche Checkpoints gibt, die Gegend ist heiß, das ist anders. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so safe wie da, wo ich sonst unterwegs bin. Wegen dem Gegenwind ist der Plan an Tag 1 schon mal komplett aus dem Ruder gelaufen. Heißt, ich musste auf jeden Fall eine Nachtschicht einlegen und im Dunkeln weiterfahren, um halbwegs nicht zu krass in Verzug zu geraten. Was frisst man auf so einer Tour, wenn es keine Restaurants gibt? Genau, richtig ungesunde Scheiße. Kekse, Energy Drinks. Man nimmt alles, was man kriegt. Und dann aus dem Nichts kommt da etwa doch ein Supermarkt. Oh mein Gott, Leute, da vorne blinkt's. Ist das etwa der Supermarkt nach 80 Kilometern? Oh mein Gott. Hier sind tatsächlich zwei kleine Dörfer im Nichts. Oh ja, Baby. Ich brauche eigentlich nichts, aber heißes Wasser wäre Premium, Mann. Kann ich noch einen Tee machen. Guck mal hier, das sieht gut aus. Salam, Khubi, Chetori. Ja, so sehen diese Läden hier aus. Also der Ladenbesitzer, der ist gerade weggegangen. Der dachte, ich bin Afghaner. Aber ich habe nach heißem Wasser gefragt. Ich glaube, er kocht auch da gerade heißes Wasser für mich. Jetzt erstmal ein Easter Lemon und hier ist warm. Der Laden ist jetzt meiner, Mann. Ich bin hier ganz allein. Pass auf. Guck mal, hier gibt es sogar Kebabs. Aber die sehen ja nicht so geil aus. Das sieht mir nach Dünnschiss aus. Lieber nicht. So, Leute, wir haben warmes Wasser. Das heißt, wir haben Tee. Wir haben Feierabend. Ich habe 80 Kilometer voll gemacht. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich werde direkt hier schlafen. Ich bin jetzt zwar 17,6 Kilometer im Minus, aber angesichts der Tatsache, dass ich nur 3 Stunden gepennt habe und den ganzen Tag Gegenwind war und es nur bergauf ging, ist das sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Und ich bin fix und fertig. Gute Nacht. Was ich jetzt gebraucht habe, ist vor allem ein erholsamer Schlaf, den ich natürlich nicht bekommen habe. Ja, halt doch dein Maul. Halt doch einfach dein Maul, Mann. Oh, dieser Scheißwind, es war die ganze Zeit laut. Oh, f*** dich, Wind, Mann. Dreckige. Und wenn Wind am Zelt ist, dann ist das so die ganze Nacht. Den ganzen Scheißtag, seit Kilometer 20, selbst in der Nacht, die ganze Zeit Wind. In der Nacht, selbst in der Nacht, Gegenwind, Mann. Das hält mich vom Pennen ab. Es ist zu laut hier, Mann. Warum ist mein linkes Nasen noch außerdem zu? Und warum kann ich nicht einschlafen, wenn ich 3 Stunden noch geschlafen habe? Ihr seht nichts. Es ist mir egal, Mann. Der Start war wirklich schon komplette Katastrophe. Es war wirklich hart, Mann. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich schaffe das niemals. Aber ich habe irgendwie doch weitergemacht.
Hallo, Salam, Khubi, Chetori. Guten Morgen. Tag 2. Die erste Nacht war ultra beschissen, Mann. Oh, ich kann ewig nicht einpennen wegen diesem verfickten Wind. Dann hat es richtig viel geregnet, Mann. Es hat fast die ganze Nacht gepisst. Was ist das, Mann? Ich bin in der scheiß Wüste. Warum regnet es hier die ganze Nacht? Es war überlaut. Ja, aber scheiße, Mann. Ja, egal. Ich glaube, ich muss heute 120 Kilometer fahren. Let's go. Junge, was ist das, Mann? Junge, ein See in der Adilette. Hä? Junge! Scheißwetter in der Wüste, Mann! Arschkalt ist es auch noch, Mann! Oh. Okay, Freunde, ich rolle wieder. So, wie sagt man? Prolog oder Erwartungshaltung zu Tag 2. Die Situation unverändert, Wind immer noch Gegenwind, es geht immer noch bergauf. Es ist immer noch keine Ahnung wie viel 1000 Kilometer bis zum nächsten Restaurant. Aber ich glaube, es wird wie gestern, es wird scheiße am Anfang. Aber dann wird es gut. Und ja, dann wird es wieder scheiße, dann wird es wieder gut. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Egal, wir zählen durch, Mann. Stimmung ist gut. Stimmung ist gut. Verhältnismäßig. Let's go. Guck mal hier, hier ist so eine Art Rastplatz wieder. Das sieht hier alles so abgefuckt aus. Aber hier sind so zwei kleine Minimarkets und hier ist so eine schöne kleine windgeschützte Hütte. Stinkt richtig nach Pisse hier drin, Mann. Das ist wahrscheinlich eher ein Klo. Es ist tatsächlich geil. Es ist wirklich geil. Ich habe Gourmet Lapsi, ich habe Brot. Ich habe noch halbwegs warmen Tee von gestern. Das Einzige, was mich stört, meine Finger können ein bisschen sauberer sein. Da hängt noch ein bisschen Benzin und Dreck dran. Und dass ich hier literally in der Scheiße sitze. Guck. Das ist Scheiße. Aber lieber sitze ich in der Scheiße als im Wind. Da ist kalt. So, Freunde, good news. Ich glaube, wir sind jetzt am höchsten Punkt von der gesamten Etappe. 2000 Meter. Das Gute ist, unser Ziel ist hier am Meer. Heißt, ab jetzt geht es deutlich mehr runter als bergab. Was mir allerdings auch nichts bringt, wenn mir der Wind voll ist in die Fresse knallt. Aber ich bin guter Dinge. Let's go. Ja, da mitten im Nirgendwo, ihr müsst wissen, Google Maps oder so, auf das, da ist gar kein Verlass drauf. Also ich habe keine Ahnung meistens, wann der nächste Supermarkt kommt. Und wenn dann doch irgendwie einer kommt oder so eine kleine Raststätte, also gibt's schon manchmal, so alle 50 Kilometer vielleicht, das ist immer richtig geil. Ja, die Leute in Balochistan sind wie im Rest vom Iran immer noch sehr korrekt. Sehr oft hier immer noch eingeladen, auch hier wieder am Arsch der Welt, mit warmer Chai. Salam, Khubi, Chetori. YouTube? 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 Yeah. Oh. Say salam to Almande. Story, Khubi Farmande. Ali, Barikala. Wir wissen ja, in Iran, die Gastfreundschaft, geisteskrank, das gastfreundlichste Land ever. Genauso ist es auch in Balochistan, zumindest hier noch. Noch fühle ich mich hier immer noch relativ wohl, auch wenn sie für euch vielleicht aussehen wie Terroristen, das ist Schwachsinn. Da sind keine Terroristen, das sind ganz freundliche Leute, genau wie im Rest von Iran, alle korrekt, um dieses Vorurteil hier mal zur Seite zu räumen. Oh
mein Gott, Leute, es geht bergab und hier ist richtig Zivilisation. Was passiert denn hier? Ist das ein Restaurant? Ist das etwa ein Restaurant? Und hier habe ich tatsächlich mein Lieblingsgericht in ganz Iran bekommen. Es gab Chicken Dries, Bolo Barmak. Und das sind natürlich immer Momente, boah, das kann die Stimmung ganz schön anheben. Und was das mit mir gemacht hat, das hat einiges ausgelöst. Oh ja! Was so ein unerwartetes Bolo Barmak bewirken kann. Stimmungshoch. Das reißt langsam auf hier. Die Landschaft gibt was her. Der Gegenwind lässt langsam aber sicher nach. Habe ich das Gefühl. Und es geht bergab. Yes, baby! Schon ziemlich krass, wie sich der Tag ins Positive entwickelt hat. Jetzt echt richtig geil hier, Mann. Im Sonnenuntergangslicht. Da hinten schneebedeckte Berge. Neuschnee von heute Nacht wahrscheinlich. Kaum zu glauben eigentlich hier. Oh, und es geht nur noch bergab. Ist so geil, Mann. Schön. Aber ich bin immer noch hart im Verzug. Ich muss wieder Nachtschicht machen, denke ich. Hilft ja nichts. Und sowas hält mich am Leben. Bei so einem straffen Plan. Solche kleinen Erfolgserlebnisse brauchst du einfach, sonst versumpfst du, sonst bleibst du einfach im Tief. Aber es gibt immer wieder diese kleinen Momente, die dich pushen und dann geht's weiter. Salam alaikum, meine Freunde der Sonne. So, wir sind angekommen in der nächsten Stadt, in Khash. Die 100 Kilometer sind voll, das war absolute Pflicht, egal was passiert, wir haben es geschafft. Theoretisch müsste ich jetzt noch 20 Kilometer machen, um das Soll für heute zu erfüllen. Ich werde es aber nicht machen, ich werde in Khash pennen heute, in einem Hotel, Hostel. Mache ich eigentlich nicht so gerne, aber ich habe gute Gründe. Grund 1, ich habe massive Stromprobleme, weil ich dumm war und in Sahel dann nichts aufgeladen habe und die Sonne nicht geschienen hat. Und ja, es wird wieder lange nichts kommen. Grund Nummer 2, Werder spielt jetzt gleich. Und wenn ich jetzt hier rausfahre, habe ich wieder kein Internet und kann mir das nicht anschauen. Prioritäten muss man setzen. Grund Nummer 3, ich habe einfach keinen Bock mehr. So, hier bin ich dann also in der nächsten Stadt angekommen und da geht es langsam los, dass mein Sicherheitsgefühl eventuell ein bisschen schwächer wird, denn in Balutistan, es gibt ein paar Situationen, da habe ich mich nicht so sicher gefühlt. Vor allem mit Kindern, also eigentlich nur mit Kindern. Ich erzähl's euch. Hört mir einfach zu. Bevor ich jetzt richtig reinfahre, muss ich noch alle Sachen an meinem Fahrrad sichern. Alles so sichern, dass man nicht irgendwie beim Fahren was rausziehen kann, weil es öfter mal Kinder gibt in den Städten, auf Motorrädern oder so, auf Fahrrädern, die hinterherfahren und versuchen, dir irgendwas abzuziehen oder dich mit Steinen abwerfen oder mit Äpfeln. Ist nicht so, als wäre das noch nie passiert. Deswegen besser vorbereitet sein. Damit sage ich auch Tschüss für heute. Gute Nacht. Ach, Leute. Schade, Digga. Ich hab's nicht auf Kamera. Aber Storytime. Ihr müsst leider zuhören. Nach dem letzten Clip, wo ich euch gesagt habe, ich muss die Sachen am Fahrrad sichern, weil Kinder kommen und es abziehen wollen. Wirklich eine Minute später, direkt an der scheiß Tankstelle, da war ja was los. Da ist man eigentlich relativ safe. Sind scheiß Kinder gekommen und die machen erstmal auch so haha, hihi. Die tun erstmal auch freundlich. Meistens sind sie auch freundlich, aber manchmal sind halt irgendwelche Spasten dabei. Und dann hat er versucht, mein Stativ abzuziehen. Er hat es hier rausgezogen. Ist dann damit weggerannt. Und dann das Beste, was du machen kannst, ist einfach laut schreien. Hey, was soll die Scheiße, Mann? Es ist scheißegal, welche Sprache, es geht um die Körpersprache. Und dann hatte das Kind Respekt, das Kind hatte Angst, hat das Stativ fallen gelassen, ist weggelaufen. Und innerhalb von 2 Sekunden war eine Traube von Erwachsenen Iranern um mich rum, die gefragt haben, was los, was passiert, brauchst du Hilfe, dies, das. Und genau diese Iraner haben mir dann eben auch geholfen, hier ein Hotelzimmer zu finden. Ja, da habe ich noch einen Clip, ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf, dieser Clip. Ich weiß nicht, kriege ich da einen YouTube-Strike, wenn ich das zeige? Das ist auch so ein Thema in Iran. Vielleicht müssen wir es zensieren, ich weiß noch nicht. Ja, das waren die Kollegen hier. Salam, Salam, hi, Germany.
I love you, Germany. I love you, Punish. Gut, Amerikaner. Dusset daran. Mein Name Dusset daran. Ja, die waren korrekt, haben mir das Hotelzimmer gegeben und dann war auch alles wieder gut. Aber ja, solche kleinen Situationen sorgen eben dafür, dass das allgemeine Sicherheitsgefühl noch ein bisschen runtergeht und man eben sehr, 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 sehr misstrauisch wird. Obwohl die meisten Leute korrekt sind. Aber ja, das ist leider so. Das ist leider unglücklich. Und je öfter es solche Situationen gibt, desto misstrauischer werde ich gegenüber den Leuten. Salam alaikum, meine Freunde, herzlich willkommen zu Tag 3. Guckt euch das an, schönes Wetter. Oh, geile Berge. Und der Plan für heute sind 150 Kilometer. Heute wird richtig geschrubbt, Leute. Es ist früh, es ist 7:30. Wir ziehen durch und holen heute Kilometer rein. Let's go! Junge, ist gerade übel geil hier, weil hier ist gar kein Verkehr, Mann. Wenn das jetzt die ganze Zeit so bleibt, das wäre ja übelst geil, weil der Verkehr ist das Einzige, was mich abfuckt. Und ja, ich kann ja nicht ausweichen. Es gibt nur diese Straße. Ja, dann war es Tag 3, der erste gute Tag, an dem ich guter Dinge war, heute richtig abreißen zu können. Heute den ganzen Verzug wieder reinholen zu können. Ja, der Tag war schön, aber endet in der Katastrophe. Anders kann ich es nicht beschreiben. Aber dazu später mehr. Genießt erstmal diesen geilen Tag, Mann. Ich glaube, ich brauche hier ein bisschen Sonnencreme. Tatsächlich, das ist im November, aber Alter, was sind das für krasse Berge hier? Richtig geile Straße, Mann. Und voll wenig Verkehr. Keine Kinder, keine Motorradfahrer. Sonne, schön. So, seht ihr die Dudes da vorne, die haben mich gerade angehalten und der eine davon, der konnte fließend perfektes Englisch, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt hier, krass. Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal gefragt, ob die nächste Straße von Iranshah nach Bandar, ja Leute, die Straße, ich habe nicht Angst vor der Straße, aber ich habe durchaus Respekt, weil ich muss noch auschecken, aber die geht sehr, sehr lange nur durch die Wüste. Da kommt, glaube ich, gar keine größere Stadt mehr vor, Bandar. Da kommen allerdings mehrere kleine Dörfer. Und bei Gelegenheit habe ich den Typen mal gefragt, ob das safe ist. Was eigentlich nicht viel bringt, weil die sagen immer, es ist nicht sicher. So auch der Typ, der hat gesagt, no. Not even for us, it's safe. But when you go daytime, it's better. Herrlich, da freue ich mich drauf. Aber ich werde schon durchkommen. Think positive. Ja, am Ende dieses Tages, nachdem es sehr geil war, kam ich wieder in so eine Gegend, wo es mehrere Dörfer gab. Ich war nahe der nächsten Stadt, nahe Iranshah. Und auch hier wieder gab es einige Situationen, die ich nicht auf Kamera habe. Aber auch hier wurde ich wieder verfolgt von Kindern auf Motorrädern, auf Fahrrädern, die mich komisch angeguckt haben, die komische Fragen gestellt haben. Es ist sehr anstrengend. Man muss eben die ganze Zeit aufmerksam sein. Ich bin alleine. Wichtig ist auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl zu hören. Und in dieser Gegend... Ich hatte überhaupt gar kein gutes Bauchgefühl. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht ein gutes Gefühl hier in dieser Gegend. Ja, gut, also Iranshah werde ich auf jeden Fall fahren und will da Hotel suchen, weil ich habe keinen Bock hier zu zelten. Da fühle ich mich nicht wohl. Und ja, vielleicht spreche ich noch mit ein paar Leuten, ob die Straße wirklich halbwegs safe ist. Oder ich kaufe mir einfach eine Knarre. Ah, mal gucken. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt hier. Ja.
hier am Ende von Tag 3, an dem eigentlich alles so gut lief, es lief fast schon zu gut. Hier kam es dann dazu, dass die Stimmung wirklich langsam kippte und ich mir ernsthafte Gedanken um meine Sicherheit gemacht habe und Gedanken darüber gemacht habe, ob dieser Plan noch richtig ist. Aber ich habe erstmal weiter durchgezogen, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich musste aber bald eine Entscheidung treffen. Angekommen in Iran Shah war wieder komplett scheiße, weil da gab es wieder keine Hotels. Es gab Hotels, aber irgendwie ein Hotel hat mich nicht aufgenommen, weil es angeblich voll war. Es war ein ewiges Hin- und Her-Gefrage. Irgendwann habe ich da doch ein Hotel gefunden. Ein Hotel. Und ja, da kam es dann. Da bin ich dann geistig auf jeden Fall ziemlich zusammengebrochen. Es wurde sehr, sehr emotional. Und ja, es hat mich deutlich mitgenommen. Es war eine Situation, ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Salam, Ruby, Chitori. Ich habe geisteskranke Motivationsprobleme, Leute. An diesem Tag. Und ich habe überhaupt keinen Bock, Mann. Ich habe keinen Bock auf 400 Kilometer nur Dörfer und Wüste und Kinder. Nix. Aber irgendwie habe ich auch keine andere Wahl. Ich hasse es aufzugeben, aber es spricht echt alles dafür. Ich werde versuchen zu hitchhiken. Die 400 Kilometer nichts. Raus aus Belutistan. Dann werde ich wieder fahren. Aber das macht alles keinen Sinn so. Ich habe keinen Bock. Ich bin schwach. Es folgen noch 6x 120 Kilometer. Es ist nicht mal safe. Ich hoffe, ich kann überhaupt hitchhiken. Ja, ich habe mich also schweren Herzens dazu entschieden, die Strecke nicht mit dem Fahrrad zu fahren, sondern es aus Sicherheitsgründen eben zu überspringen. Zum ersten Mal in 2 Jahren werde ich Strecke überspringen. Allein diese Entscheidung hat mich ordentlich runtergezogen, ja, weil ich eben quasi aufgegeben habe, aber mein Bauchgefühl hat mir das eben gesagt und ich muss nun mal auf mein Bauchgefühl hören. Das heißt aber noch lange nicht, dass es ab jetzt super easy wird, denn ich muss erstmal einen Bus finden, beziehungsweise muss ich überhaupt erstmal irgendwas finden, was mich denn jetzt dahin bringt, wo ich hin will. Das wird nämlich gar nicht so einfach. Also Freunde, es gibt angeblich einen Bus von hier nach Bandar Abbas. Das wäre natürlich optimal, würde alle meine Probleme lösen. Um das abzuchecken, werde ich jetzt erstmal zum Busterminal fahren. Selbst dieser Bus, Leute, der fährt nicht die Straße lang. Auch nicht die Einheimischen, die fahren da auch alle nicht lang. Also ein paar bestimmt, aber die meisten, die nicht mal die trauen sich da zu fahren. Da muss ja irgendwas sein in dieser Straße. Aber warum ist denn jetzt diese Straße so gefährlich? Es ist schwer zu sagen, Leute. Ich weiß es nicht sicher. Ein paar Leute haben mir gesagt, ja, da werden auch die Drogen angebaut und so weiter. Und selbst Polizei will da nicht reinfahren, weil da quasi das Gebiet von der Drogenmafia kontrolliert wird. Was weiß ich. Ihr müsst wissen, die Einwohner von Baluchistan und die Polizei haben überhaupt kein gutes Verhältnis. Jedenfalls, wenn man auf dieser Straße ein Problem hat, kann man nicht einfach Notruf absetzen, Polizei rufen, sagen, hey, helft mir, die Kinder haben mir meine Kamera abgezogen, da wird keiner kommen. Du bist einfach auf dich alleine gestellt. Und das ist natürlich ein bisschen gruselig, wenn man alleine ist, so wie ich, und da eben 380 Kilometer durchfahren muss, was man auch nicht einfach so in einem Tag macht, sondern das hätte 3 bis 4 Tage gedauert. Ja, wahrscheinlich wäre es zu 90% gut gegangen, aber 10%, das Scheiße passiert. Muss man das machen? Muss man das wirklich machen, wenn es eine andere Möglichkeit gibt? Ich dachte in diesem Moment, nein, muss man nicht machen. Lass es einfach überspringen. So, Freunde, ich habe jetzt endlich mein Busticket. Ich kann die Straße skippen. Dann kam gleich die nächste Scheißnachricht rein. Und zwar meine Fähre, die am letzten Visatag nach Dubai gefahren wäre, fährt nicht, weil das Schiff kaputt ist. Fährt einen Monat nicht. Jetzt muss ich das andere Schiff nehmen, was 3 Tage früher fährt. Also, wir bleiben im Zeitstress. Wir haben es so lange nicht geschafft. Und dann war ich auch im Bus, alles gut. Und von da an ging es wieder bergauf mit meiner Stimmung. Ich hatte wieder Bock. Aber die Challenge war noch lange nicht geschafft, denn selbst nach dem Bus musste ich noch 200 Kilometer fahren. Und das innerhalb von 2 Tagen. Und wir wissen alle, selbst wenn es einfach erscheint, es ist eine Radreise. Es kann immer irgendwas passieren. Deswegen schauen wir mal, was noch so passiert hier.
So, Salam Alaikum, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Nach 8,5 Stunden haben wir die gefährliche Straße erfolgreich geskippt. 8,5 Stunden im Bus. Und jetzt ist es 2:30 Uhr nachts. Was mache ich jetzt? Ich denke, ich fahre einfach weiter, weil es sind noch 200 Kilometer jetzt für 2 Tage. Und das Problem ist, heute ist wieder fett Gegenwind, was auch sonst. Deswegen werde ich jetzt Kilometer schrubben in der Nacht. Und dann werde ich keinen Bock mehr auf den Mittagsschlaf machen. Was der Typ aus dem Bus, ich dachte, ich habe mir gesagt, ich fahre jetzt mal weiter bis nach Banda. Der Bus wäre auch nach Banda gefahren. Aber ich will das Radeln. Ich will nur das skippen, was ich skippen muss. So. Let's go. Ja, es war wirklich krass, Leute. Sobald ich aus diesem Bus ausgestiegen bin und raus, so aus Baluchistan und wieder zurück. Ja, ich will nicht sagen, sichereren Region von Iran. Aber in der Region, wo ich mich schon sicher gefühlt hatte, es war wirklich ein krasser Unterschied. Ich habe mich wirklich wieder so viel besser gefühlt. Ich hatte keine Angst mehr vor Kindern und habe einfach wieder durchziehen können. Ich will jetzt hier nicht die Leute in Baluchistan oder so schlecht reden. Ich will nicht sagen, dass die Leute da anders sind, dass es da gefährlich ist. Ich berichte hier nur ganz subjektiv meine Eindrücke. Es kann natürlich sein, dass ich besonders viel Pech hatte und eben genau auf die Leute getroffen bin, die mich abfacken wollten. Es gibt ja überall auf der ganzen Welt böse Menschen. Und ja, mal hast du Pech, mal hast du Glück und entweder triffst du die oder du triffst sie nicht. Es gibt so viele Radfahrer, die sind da durchgefahren, hatten keine Probleme. Ich hatte halt ein bisschen mehr Probleme und deswegen hat mich das ein bisschen nachhaltig beeinträchtigt. Salam. GoPro. GoPro, Alter. Ich hab gleich Freunde gefunden hier. GoPro, GoPro, yes? Yes, GoPro. For YouTube. Ja. Multier. Ich durbini. Well, durbini ist der Abi. Waterproof. Waterproof, Alter. This camera, diving. 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 Diving, diving. Ja, Alter. Bandabas. Falls ihr euch fragt, warum fährt der Typ jetzt hier um 3 Uhr nachts mit dem Fahrrad durch den Iran? Ja, ist eigentlich ganz geil. Ich mag es in der Nacht zu fahren. Ist kein Verkehr. Oh, Checkpoint. Digga, es gab so viele Checkpoints im Bus. 10 Mal oder so sind immer irgendwelche Bullen reingekommen. Aber jetzt wird es wieder besser. Ja, und ich habe richtig Bock, in den Sonnenaufgang reinzufahren. Und natürlich könnte ich jetzt hier in eine Palmenplantage reingehen und 2 Stunden pennen. Aber ich glaube, da bin ich fertiger als davor. Deswegen ziehen wir einfach durch und gehen dann pennen, wenn der Gegenwind einsetzt. Weil ich habe ein Big Brain. Ich bin einfach schlau und hoffe, dass ich hier nicht überfallen werde. Aber ich glaube, es ist safe. Hallo, Salam, Khubiche Tori! Leute, was wir auch machen könnten, ich habe eine Idee, wir könnten auch die 200 Kilometer in einem Stück abreißen. Dann könnte man noch einen Tag in Banda abchillen. Das wäre eigentlich ziemlich geil, aber ich weiß nicht, ich habe halt nur so 1-2 Stunden richtig schlecht im Bus gepennt. Ah, ne. Mal gucken. 1 Tag oder 2. Ist egal. Schön. Geil, Mann, geil. Leute, hier sind richtig viele Kinder, die gehen gerade alle zur Schule und die sind alle voll freundlich. Die gehen mir gar nicht auf den Sack, Mann. Die labern mich nicht mal an. Ich will die nicht filmen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Aber das ist ja richtig schön. Die lassen mich einfach in Ruhe. Oh, ich liebe Palmen, Mann. Ich liebe, wie das hier aussieht. Ich finde das so geil. Und diese Morgenstimmung, das ist schön. Ein Traum. Ja, und dann kam es so, wie es kommen sollte. Die Strecke war übelst geil. Ich hatte so viel Spaß. Es hat so Bock gemacht. Die Natur war geil, das Wetter war geil, die Leute waren geil. Es war einfach wieder alles geil. Das Leben war wieder geil. Ich hatte so viel Spaß. Let's go. Genießt diese Strecke. Was für eine geile Landschaft, Mann. Oh, es ist richtig schön hier.
was für eine Straße, Mann! Oh, ey! Boi, 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 boi! Boi, 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 boi! Digga, einfach Marslandschaft! Voll! 100 Kilometer voll! Und das vor 11 Uhr. Das hat man auch nicht alle Tage. Ja, aber der Gegenwind wird langsam stärker. Ah, ich werde trotzdem versuchen, es einfach durchzuziehen, die 200. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann höre ich halt auch auf. Das ist schon purer Luxus hier. Oh, ist so schön, wieder hier zu sein. Ich meine, guck mal hier. Also, ich filme Begegnungen mit Menschen eigentlich meistens nie, weil ich keinen Bock habe, die Kamera drauf zu halten. Ne? Und weil ich mich lieber auf die Unterhaltung, auf das Zwischenmenschliche fokussiere und nicht einfach da nicht filmen will. Aber ich habe hier einen so einen Clip, den habe ich gefilmt, weil der hat auch mich gefilmt. Da hatten wir Bock drauf, uns gegenseitig zu filmen. Da ist voll okay für mich. Und solche Situationen, wie ich jetzt sehe, gab es da halt wieder alle 10 Minuten gefühlt. Das war einfach schon wieder anders als in Baluchistan. So war ich das gewohnt von Iran. Einfach positiv, einfach, dass man nicht im Hinterkopf hat, will der mich jetzt abziehen oder nicht. Will mich dieses Kind jetzt mit Stein bewerfen oder nicht? Es war einfach wieder schön. Hallo, ich liebe Iran. Okay, Iran, Iran! Das war alles sehr, sehr geil. Das hat so Spaß gemacht. Ich habe es jetzt 20 Mal gesagt. Aber dann habe ich irgendwann realisiert, oh, das sind jetzt dann tatsächlich die letzten Kilometer in Iran. Es ist jetzt dann wirklich vorbei. Die 4 Monate sind hier wirklich vorbei. Und dann bin ich sehr, sehr sentimental und emotional geworden. Das ist immer so bei Länderwechseln. Das ist ganz normal. Es kommt nochmal alles zusammen. Man blickt nochmal so zurück auf die letzten 4 Monate. Auf all das, was man erlebt hat. Auf all die schönen Ereignisse, auf all die negativen Erfahrungen aber auch, und alles kommt dann zusammen und ja, das muss man dann erstmal verarbeiten. Das sind die letzten Höhenmeter in Iran. Danach nur noch runter, 80 Kilometer flach. Der Gegenwind drückt jetzt, aber ist mir so egal, Mann. Ich find's richtig geil, aber auch traurig gleichzeitig. Das war's, hier geht's runter. Keine Höhenmeter mehr in Iran. Ich liebe dich, du Set Daram. Ich liebe euch, Iraner. Ich liebe das Land. Oh, ich zitter. Es sind nur 90 Kilometer, aber es kann nichts mehr schief gehen. Egal, ob ich es heute mache oder morgen, scheißegal. Wir werden ankommen. Der Plan geht jetzt auf, der Plan B. Lass laufen, Brudi, lass laufen. Ja, da habe ich wirklich dann schon fast angefangen zu heulen und dann kam auch noch diese krasse Landschaft, diese komischen spitzen Berge da unten dazu. Da kam dann wirklich alles zusammen. So ist es dann meistens. Und ja, es wurde einfach nur sehr, sehr emotional. Was ist das für eine letzte Tour? Oder vorletzte? Ich weiß immer noch nicht. Digga, wie? Was? Hä? Ja, ist gut. Jo, was ist das, Mann? Schau dir das an, das ist ein Lied. Oh, wir stehen da. Boah, es wird immer besser. Wann ist das vorbei? Ich versteh's. Boah, überall, Mann. Hier, überall diese Zacken. Hä? Und dann all diese Eindrücke, diese Emotionalität, dieses Leben einfach, es hat alles auf mich eingewirkt und dann kam der Schlafmangel, hat eingesetzt und dann war ich einfach komplett zerstört am Boden. Dann war es vorbei. Innerhalb von 10 Minuten, boom, es war vorbei. Ich konnte nicht mehr Fahrrad fahren. Jetzt ist es soweit. Nach 140 Kilometern ist Schlafmangel da, jetzt ist es kritisch. Ich kann jetzt hier auf der Stelle einschlafen, das mache ich auch, aber nur so eine halbe Stunde Powernap und dann ziehst du zu Ende durch. Bis gleich.
Ich war fertig, aber psychisch war ich noch voll da. Ich hatte noch Bock. Ich musste nur meinen Körper nur ein bisschen erholen. Ich hatte nach wie vor Bock, die 200 Kilometer am letzten Tag einfach durchzuballern. Kurz schlafen und dann geht's weiter. Let's finish it! Oh, Leute. Oh, ich bin da. Ich hab's durchgezogen. 200 Kilometer, ich habe ein Hotel. Ja, oh, ich bin so fertig, Mann. Tschüss. Danke, Iran. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es war wirklich das Land. Das ist wirklich das intensivste Land. Ich war 4 Monate da. Das Land, wo ich am längsten war. Ich habe so viel erlebt. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe so viel gelernt. Ich habe mich so weiterentwickelt. Es war, was soll ich sagen, Leute? Ich kann das nur jedem empfehlen. Fahrt hier rein. Aber natürlich hat das Land auch seine negativen Seiten. Es gibt immer eine Kehrseite der Medaille. Danke, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Kuss. Bye bye, Khodafes, Duset Daram, Kiram Dahanet.